Ich bin hier jetzt an einem Sonntag unterwegs und oftmals ist der Sonntag so ein ruhiger Tag in unserer getriebenen Gesellschaft. Haben wir das nicht so gern oft, dass da nichts offen hat. Alles ist so eingeschlafen. Zeit zur Einkehr. Die meisten wollen nicht in sich einkehren, zur Ruhe kommen, reflektieren. Und dafür ist der Sonntag ideal. Und vor allem, wenn ein schönes Wetter ist. Und für alle die, die trotzdem sagen, ich kann da nicht so mit umgehen, ich brauche ein bisschen Leben. Wer in einer größeren Stadt wohnt, der kann nach den verkaufsoffenen Sonntagen gucken und kann eine Wanderung dorthin machen. Und auch dort ist die Stimmung eine ruhigere. Selbst wenn verkaufsoffen ist, ist es oft, geht einher mit Straßenfesten oder solchen Sachen. Und das mache ich zum Beispiel gerade. Einfach einen Weg dorthin als Einkehr und zur Reflexion nutzen. Und das hat auch damit zu tun, dass viele Menschen ein Ziel brauchen und nicht einfach ohne Sinn und Zweck rumlaufen wollen oder in sich einkehren wollen oder reflektieren wollen. Und deswegen ist es so eine gute Taktik, sage ich mal, oder eine Strategie, einfach sich ein Ziel zu suchen und dann den Weg dorthin sozusagen als spirituelle Praxis zu nutzen. Und gerade in unserer heutigen Zeit ist es so wichtig, diese Reflexion und diese Einkehr zuzulassen, weil wir haben in den letzten Jahren gemerkt, was alles möglich ist im negativen Sinne. Und wir haben gar nicht entdeckt oder wussten es noch nie, was denn bei uns persönlich möglich ist. Wir haben erkannt, was sowas die Gesellschaft fähig ist, sowas Politik, Medien fähig sind. Und wir werden jetzt, und das wurde so weit entfernt von unserer persönlichen Sicht der Dinge, dass wir jetzt langsam merken, okay, da gibt es eine große Diskrepanz und ich muss wieder lernen, mich auf mich selbst zu verlassen. Ich muss mich kennenlernen und das geht nur durch diese Reflexion, durch diese Einkehr, durch diese spirituelle Praxis, denn die Welt von morgen wird, in der Welt von morgen wird man zurückgeworfen sein auf sich. Ja, da kann man sich auf nichts mehr anderes verlassen wahrscheinlich. Das wird langsam wieder kommen, aber zu Beginn ist es nicht so. Und wenn wir uns zurückbesinnen, werden wir auch ganz schnell merken, dass wir uns nur auf die Naturgesetze verlassen können und nicht auf die abstrakten Gesetze unserer Gesellschaft, Politik, sondern auf die Menschlichkeit und auf die Naturgesetze. Und das bedeutet auch, dass wir Risiken eingehen dürfen, ja, dass wir mutig sein dürfen, denn ohne das werden wir in dieser Abstraktheit gefangen bleiben und werden niemals zu unserem Kern vorstoßen. Nur durch diese kleinen Krisen, durch diese auf Messerschneide leben, kommen wir überhaupt dahin, um in diese Souveränität zu kommen am Ende. Es gibt den einen Punkt, wo man sagt, man sollte auf Messerschneide leben. Also quasi der Gefahr und der Angst vor allem auch nicht ausweichen. Und dann gibt es aber als Schritt danach, nicht als konträre Richtung, wo man sich entscheiden muss, sondern als Schritt danach gibt es dann den Laissez-faire-Lebensstil, der wichtig ist, um auch Gesundheit zu erlangen und zu erhalten. Es gibt einen Krebsforscher, der heißt Lothar irgendwas, schlag mich tot. Den habe ich letztens in einer Talkrunde gesehen und der kümmert sich nicht um Sachen wie Chemotherapie, sondern er kümmert sich um Sachen wie Glück, Freude, Lebensqualität. Und er hat damit unglaublich viel Erfolg und er sagt, laissez-faire, Spaß im Leben ist das, was die Menschen eigentlich gesund macht. Und wir können natürlich jetzt nicht sagen, so, jetzt bin ich spirituell noch auf keinem Weg. Ich habe nie gelernt, mit meinen Ängsten umzugehen und auf Messerschneide zu leben. Und jetzt möchte ich laissez-faire leben. Das ist, was die meisten Leute tun und womit sie unglücklich werden. Ja? Wo sie merken, ha, da fehlt was. Ich habe keine Leidenschaft, ich habe keinen Weg, wo ich hin will. Ich habe keine Mission im Leben. Kein Auftrag. Nichts, wo ich etwas geben kann. Und deswegen ist der erste Schritt dieses auf Messerschneide leben. Sich den Ängsten stellen. Auch sich gesellschaftlichem Druck widersetzen, aufs Herz hören, ja, gerade auch schwächere Menschen davor schützen, vor Willkür, vor Autoritäten, die nichts damit zu tun haben, sondern die von oben herab irgendwas entscheiden. Und wenn man das gemacht hat, dann wird man mit seinen Ängsten konfrontiert.
dann kann man die aufarbeiten. Wie Eckhart Tolle sagt, dann kann man seinen Schmerzkörper aufarbeiten. Wenn man das geschafft hat, dann kann man sich auch fallen lassen in den Laissez-faire-Lebensstil, weil man dann gelernt hat, mit seinen Ängsten umzugehen, sie aufgearbeitet hat, die Angst und die Gefühle, die negativen Gefühle als Freunde zu begreifen, zu sagen, hallo, schön, dass du da bist. Und wenn du gefühlt wurdest, darfst du auch wieder gehen, wie Robert Betz das macht. Also, deswegen zwei Gegensätze auf Messerschneide und Laissez-faire, aber trotzdem etwas, das beides wichtig ist, aber nacheinander sozusagen. Und das kann man auch sehr gut auf die Erziehung übertragen. Jemand, der gelernt hat, mit sich selbst, mit seinen Ängsten klarzukommen, der kann auch laissez-faire erziehen, denn die Autorität, die Richtung kommt durch ihn selbst, ohne Worte. Die lebt derjenige vor. Wohingegen jemand, der nicht an sich, an seinen Ängsten, an seiner Persönlichkeit, dem Charakter gearbeitet hat, der wird mit laissez-faire überhaupt nichts erreichen. Da würden sich Kinder oder Heranwachsende völlig orientierungslos fühlen. Der muss streng sein. Ja, der muss alles ganz genau strukturieren und ja, nicht davon abweichen. Aber das ist das, was das andere überdeckt. Das überdeckt, dass er nicht an seinen Ängsten, an seiner Souveränität gearbeitet hat, auf Messerschneide gelebt hat, eine ganze Weile lang, ja. Und es ist natürlich auch wichtig, immer weiterhin auch noch auf Messerschneide zu leben, ja, weiterhin Herausforderungen quasi sich zu suchen und auch daran zu wachsen natürlich. Das heißt nicht, dass man sagte, okay, jetzt habe ich mit diesen Dingen quasi gearbeitet und jetzt ist es vorbei, jetzt ist es egal, was ich mache, sondern nein, weiterhin sich dem Thema des Wachstums widmen, aber gleichzeitig einen Gang zurückschrauben und mehr laissez-faire, mehr durchatmen, das man auch schon am Anfang machen sollte, aber danach kann man es ja zu einem größeren Teil ins Leben integrieren, weil sonst, wie auch dieser Lothar sagt, sonst der Körper mit Krankheiten reagieren könnte. Wenn ich keine Erwartungen anderer erfüllen muss, was bleibt dann von mir? Das ist eine sehr wichtige und gute Frage. Die habe ich mal irgendwo aufgeschnappt. Und wenn wir uns von dem frei machen, von den Erwartungen der Eltern, der Kinder, der Gesellschaft, der Medien, der Politik, den Großeltern, wenn wir uns von allen Erwartungen frei machen, des Arbeitgebers, was bleibt dann von mir? Identifiziere ich mich nur über diese Erwartungen? Also ziehe ich daraus mein Selbstbild? Und wenn das wegfällt, dann weiß ich nicht mehr, wer ich bin und ich falle in ein tiefes Loch? Oder weiß ich es schon? Würde ich dann einen Anker haben in mir selbst? Das ist eine wichtige, wichtige Frage. Und viele kommen da wahrscheinlich zu dem Ergebnis, dass da viel, viel verloren gehen würde zunächst. Und dass sie damit wahrscheinlich nicht so richtig klarkommen würden. Und wenn man das merkt, dann ist es ein Zeichen, ein Wegweiser zu sagen, okay, ich guck mal, was fehlt denn da? Denn das ist wahre Größe, ja, in dir selbst zu Hause sein. Wenn die Erwartungen, wenn das Materielle von dir abfällt, hast du gelernt, durch Krisen im Leben, durch auf Messerschneide leben, hast du gelernt, da einen Anker zu setzen in dir? Weißt du, wer du bist? Welche Leidenschaft du hast? Bist du resilient? Bist du oft aufgestanden im Leben und hast gesagt, ja, ich habe daraus gelernt, wow, jetzt bin ich noch mehr im Jetzt, noch spiritueller? Oder bist du aus Krisen heraus und sagst, jetzt muss ich noch mehr kämpfen und oh mein Gott, das war scheiße und lieber passiert mir das. Ja, das ist ein Unterschied. Welchen Weg gehst du nach Krisen, nach Unfällen, nach Herausforderungen? Ja, bist du daran gewachsen und kannst jetzt sagen, hey, wenn da wieder was passiert oder was noch Schlimmeres, ich könnte damit umgehen? Oder könnte ich das nicht? Würde ich in ein tiefes Loch fallen und müsste mich erstmal wieder nach oben graben über Jahre hinweg? Ja, was natürlich die schlechtere Version ist. Im Endeffekt ist es aber trotzdem so, wenn dann eine große Krise kommt, man ist nicht vorbereitet, dann ist das die Chance. Ja?
Aber es ist wesentlich anstrengender und aufwendiger, da rauszukommen. Und es besteht die Gefahr, da gar nicht mehr rauszukommen, wenn man in seinem Leben nicht aus den kleineren Krisen gelernt hat. Viele Menschen denken, sie wären so stabil wie diese Bäume hier. Ja, sie wüssten, was auf sie zukommt im Alltag. Sie haben ihre Herausforderungen. Sie haben jahrelang gelernt, mit den Herausforderungen umzugehen oder sie wegzudrücken. Und ja, so wie es jetzt ist, da kommt nichts mehr groß. Ja, sie wissen, wen sie haben als Lebenspartner. Sie haben ihr Haus, ihre Nachbarn. Sie haben sich überall schön eingerichtet. Und dann wird's bequem. Aber so ein Baum zum Beispiel, ja, der ist einfach. Der will nichts, der grübelt über nichts, dem ist egal, was die Zukunft bringt. Und wenn da ein Baumfäller kommt und ihn absägt, dann ist das so. Ja, er fügt sich allem oder auch einem Sturm. Er fügt sich diesen Dingen. Und entweder er erholt sich oder eben nicht. Und wir Menschen, die sich schön eingerichtet haben, die denken, sie wären hier so stabil und so im Jetzt wie ein Baum, die merken manchmal im Leben, oh, jetzt kommt da etwas, da rege ich mich drüber auf. Da wurde was wachgekitzelt, da wurde ein Knopf von mir gedrückt. Und das versuchen sie ganz schnell zu vermeiden und wegzudrücken wieder, dass sie damit sich ja nicht konfrontieren müssen. Aber genau das ist der Schlüssel zum Wachstum, zum Stetigen. Sich auf diese Dinge einzulassen, diese nicht wegzudrücken, zu sagen, hallo, Herausforderung, ich bin da, ich will wachsen. Das ist ganz, ganz wichtig. Um nochmal auf den Baum zurückzukommen. Der Baum kann die Herausforderung nicht wegdrücken. Die ist da oder sie ist nicht da. Wir haben ein Gehirn, einen Kopf. Wir können so tun, als ob sie nicht da wäre. Ja, wir können sagen, es interessiert mich nicht, ich drücke das weg. Oh, ich weiche dem aus. Aber der Baum, genauso wie der Baum den Naturgesetzen unterworfen ist, sind wir es auch. Wir sind auch Teil dieser Natur. Und wenn wir das wegdrücken, wenn wir das wegdenken, wenn wir das tief zuschütten alles, dann wird das mit voller Wucht zurückkommen irgendwann. Ja, das Leben möchte, ja, dass wir wachsen. Das schickt uns Herausforderungen. Dafür ist das Leben da. Dafür sind wir vielleicht sogar inkarniert auf dieser Erde. Ja? Und wenn wir das dauernd wegdrücken, dann wird das mit voller Wucht und mit größeren Krisen, größeren Unfällen, größeren Krankheiten alles zurückkommen. Ja? Und je länger wir das wegdrücken, desto stärker wird es zurückkommen, desto schwieriger ist es, aus diesen Krisen was zu lernen und nicht zu sagen, oh Gott, ja, oder dass die Krise oder der Unfall dann so schwer ist, dass man eben gar nicht mehr auf die Beine kommt. Das kann natürlich passieren, wenn man die Zeichen des Lebens, ja, die Lehren des Lebens quasi wegdrückt und sagt, interessiert mich nicht, ich will Bequemlichkeit. Und das ist heutzutage so einfach, bequemlich zu sein. Ja, wir haben alles, was wir dafür brauchen. Eine warme Wohnung, Fernsehen. Und vielleicht, sage ich mal, das haben wir jetzt in den letzten zweieinhalb Jahren gelernt. Diese Dinge, die wir als selbstverständlich betrachtet haben, dass uns keiner reinredet, dass wir quasi tun können, was wir wollen. Das haben wir gelernt, dass das nicht so einfach funktioniert, wenn wir eine andere Meinung sind. Oder jetzt, was uns bald vielleicht erwartet, ja, dass wir diese ganzen Bequemlichkeiten vielleicht verlieren oder teilweise abgeben müssen. Da werden die Leute dann plötzlich zurückgeworfen und ihre Bequemlichkeit ist kein... Damit können sie nichts mehr überschütten, sondern sie werden plötzlich nackt dastehen. Und dann wird es sehr herausfordernd für ganz, ganz viele Menschen. Und das ist aber auch die Chance, dass eine große Anzahl an Menschen erkennt, wer sie wirklich sind, gezwungen ist dazu, Innenarbeit zu machen. Und das dann im Endeffekt zu einer besseren und schöneren, liebevolleren, herzvolleren Gesellschaft führt, die mehr Anbindung an ja, Himmel und Erde hat, sage ich mal, und nicht so abstrakt ist und somit unglaublich manipulierbar ist. Und das ist die größte Chance von Krisen, auch gesellschaftlich, ja? Nicht nur im Individuum, sondern auch jetzt in der Gesellschaft. Deswegen immer nicht alles immer nur negativ sehen, sondern immer eine Chance in allem sehen. Individuell und aber auch gesellschaftlich in der globalen Entwicklung. Da, wo so viele Menschen so pessimistisch sind. Stellt euch mal vor, diese Straße hier ist der Meinungskorridor. Und alles, was rechts und links davon ins Gebüsch geht, das ist gefährlich. Der Meinung darf man nicht sein, zumindest nicht laut und öffentlich. Und
Was hat das jetzt mit unseren Gefühlen zu tun und mit einer liebevollen Gesellschaft, einer friedlichen Gesellschaft? Das hat ganz viel damit zu tun, denn wenn dieser Meinungskorridor verlassen wird, dann wird man sofort mit negativen Gefühlen konfrontiert, ja, mit Gefühlen des Nicht-Dazugehörens, mit Gefühlen der Nicht-Anerkannt-Werden oder des Nicht-Anerkannt-Werdens, mit Gefühlen der Angst, der Verlustangst, ja, und so weiter und so fort. Und wenn alle Menschen sich mal ein bisschen abkoppeln von diesem Meinungskorridor, denn dieser Meinungskorridor ist ja nichts Natürliches, sondern dieser Meinungskorridor ist etwas, der uns ja mit viel Aufwand, wie sagt man, beigebracht werden muss und ständig wiederholt werden muss, sonst funktioniert er nicht. Und wenn wir lernen, den zu verlassen, beziehungsweise uns dem dahingehend abzukoppeln, dass wir nicht dauernd erzählt bekommen, wo dieser Meinungskorridor nun endet und wo er anfängt und wo man auf keinen Fall hin darf, dann lernen wir wieder auf unsere eigene, ja, Körper, auf unser Herz, auf unser eigenes Gefühl zu vertrauen und haben auch gleichzeitig keine Angst mehr, diesen Meinungskorridor zu verlassen, weil wir vielleicht auch gar nicht mehr wissen, welcher es genau ist. Und wir haben dann auch gelernt, dass so schlimme Dinge gar nicht passieren. Und selbst wenn schlimme Dinge passieren, wir trotzdem gestärkt daraus hervorgehen, weil wir eben nach unserem Herzen, nach unserem Gefühl gehandelt haben und das oft viel mehr wert ist als diese materiellen Dinge, die dann als Konsequenz daraus, oder Verlust von materiellen Dingen, die dann als Konsequenz daraus entstehen, dass man diesen Meinungskorridor verlassen hat, um es mal so auszudrücken. Also deswegen ist es hochinteressant. Wir dürfen deswegen auch alles als spirituelle Praxis sehen. Geschirr spülen, ja, negative Gefühle, ah, Mist, blödes Geschirr spülen. Oder Streit mit Kindern, mit Eltern, mit dem Arbeitgeber, egal. Das ist alles spirituelle Praxis und das schult uns und gibt uns den Erfahrungswert, aha, ich kann mit solchen Gefühlen umgehen, kann sie integrieren und erkenne auch den Sinn dahinter. Und dann, da kann man auch ruhig Meinungskorridore verlassen und sich auf sich selbst verlassen. Und nur wenn alle Menschen oder viele Menschen das lernen und sich da vertrauen, ja, die Angst annehmen und sagen, hey, du bist da, schön, dass du da bist, aber ich handle trotzdem nach meinem Herzen. Nur dann werden wir in eine Gesellschaft gekommen, die wirklich, wie sagt man, menschlich wird, ja, die von Herzensmenschen sozusagen getragen wird. Und die andere Alternative ist das, was wir gerade so ein bisschen sehen, was passiert. Aber wie gesagt, dieser Erweckungsprozess oder der Erkenntnisprozess, dass die Menschen merken, hey, ich bin der Souverän, ja, ich muss mich auf mich verlassen, ich muss mich erkunden hier drin, ja, und mich erforschen, der wird meistens nur durch große Krisen angestoßen und durch Wegnahme von Sachen, mit denen man, ja, Dinge überschüttet. Und dieser Wohlstand wird uns vielleicht weggenommen. Uns wurde auch schon unsere Souveränität zum gewissen Grad so stark weggenommen, dass viele es gemerkt haben und allein in den letzten 2,5 Jahren schon hier Erkenntnisgewinn hatten. Ja, wir schauen mal, wie es weitergeht. Hier oben fallen gerade die ersten Blätter herunter. Vielleicht sieht man das. Ja? Und das ist der Beginn des Herbstes. Und dieser Rhythmus der Natur, der nicht nur hier um uns herum stattfindet, sondern auch in uns selbst, der kann uns auch so eine Art Wegweiser sein, wann wir denn mehr in uns zurückkehren sollten, reflektieren sollten und wann wir im Außen auf Messerschneide leben könnten, um Erfahrungen zu sammeln, die uns dann wieder in der Reflexion, in der Einkehr nützlich sind beim Wachstum. Und wir dürfen wieder darauf vertrauen. Ich meine, unsere Gesellschaft, unsere Arbeitswelt, die kennt keinen Unterschied zwischen Winter und Sommer. Aber die Natur sehr wohl. Und wir sind nun mal Teil der Natur und nicht Teil der abstrakten Arbeitswelt. Deswegen dürfen wir wieder mehr unseren eigenen Impulsen vertrauen und mehr unserem Gefühl. Wann ist denn Zeit zur Einkehr? Und wann ist denn Zeit, ja, nach außen
die Fühler auszustrecken. Und die Natur zeigt uns das ganz deutlich durch die Jahreszeiten und auch im Kleinen schon durch Tag und Nacht. Ja, also es gibt wie zwei Seiten derselben Medaille, ist das beides wichtig. Ja? Deswegen wieder sich mehr mit der Natur verbinden und auch innerlich sich ein bisschen danach richten, denn die Intelligenz der Natur, die ist so viel größer als unser Denken und deswegen dürfen wir uns da reinfallen lassen. So viel dazu. Ich hoffe, das waren jetzt ein paar schöne Eindrücke vom Wandern. Bin bald da, in einer Viertelstunde ungefähr. Und ja, das kommt so alles hoch, wenn man sich bewegt. Motion creates emotion. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.